Hallo und herzlich willkommen zu Giga Trivia Nummer 62. Ich bin so ein bisschen verschnupft, deswegen mache ich es jetzt ein bisschen schneller. Es gibt nämlich unter anderem was zu den Koopalings oder auch zu der Game & Watch Serie von Nintendo. Ein paar interessante Fakten, viel Spaß dabei. ...1865 erschien mit Alice im Wunderland ein Kinderbuch, das zu einem absoluten Klassiker wurde. Die Geschichte rund um das kleine Mädchen im Hasenloch ist nicht nur weltbekannt, es hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Popkultur gehabt, was unter anderem auch zu Videospielen wie Alice Madness Returns geführt hat. Eine bemerkenswerte Verbindung gibt es zwischen dem bekannten Disney-Film von 1953 und dem ersten Ableger der Kingdom Hearts-Reihe. Catherine Beaumont lieh Alice nämlich in beiden Werken ihre Stimme. Beim ersten Mal war sie zarte 13 Jahre alt, beim zweiten 51. Das war übrigens nicht ihr erster Videospieleinsatz, der fand 1999 mit Disneys Villains Revenge statt, in dem sie ebenfalls Alice sprach. Das nennen wir mal Einsatz. Der Jump'n'Run-Spaß Rayman 2 erschien im Westen diverse Monate vor der japanischen Version, was mit einigen Änderungen zu tun hatte, die für den asiatischen Markt gemacht werden mussten. Recht problematisch war die Tatsache, dass Rayman selbst violett war und eben diese Farbe in Japan eine eher unpraktische Bedeutung hat, sie ist nämlich die Farbe des Todes. Da das nicht unbedingt so gut zu Rayman passt, haben die Entwickler verschiedene Farben ausprobiert und sind am Ende bei Blau gelandet. In aktuellen Teilen der Serie ist das übrigens kein Thema mehr, da strahlt der Held so, wie ihn die Welt kennen und lieben gelernt hat, in Violett. Die Zelda-Reihe ist ja durchaus für seinen großartigen Soundtrack bekannt und Komponist Koji Kondo genießt zu Recht großes Ansehen. Aber wusstet ihr, dass einer seiner größten Schöpfungen, die Startmusik aus dem ersten Legend of Zelda, eigentlich eher eine Notlösung war? Denn ursprünglich wollte Kondo dafür den Bolero von Maurice Ravel benutzen. Damals war ihm allerdings nicht klar, dass man dafür auch die Rechte brauchte. In der Führungsebene von Nintendo sah man auch nicht ein, warum man die für viel Geld erwerben sollte, wenn man doch auch was Eigenes komponieren konnte. So sah sich Kondo unter Zeitdruck gezwungen, eine eigene Melodie zu schreiben. Wenn man sich aber den Bolero so anhört, dann kann man schon ziemlich gut die Vorlage erkennen. Aber wie heißt es so schön, lieber gut inspiriert als schlecht selbst gemacht. Oder so ähnlich. Die Koopalinge sollten euch zuletzt aus Super Mario Kart 8 bekannt sein, wo sie Mario und Co. die Rennen schwer machen. Das erste Mal sind sie auf dem NES aufgetaucht und zwar in Super Mario Bros. 3. Sie wurden ursprünglich nach Mitgliedern des Entwicklerteams designt, hatten aber keine eigenen Namen. Erst in der westlichen Version wurden sie einzeln benannt, wobei man sich an großen Musikern wie Ludwig van Beethoven oder Lemmy Kilmister orientierte. Und es wurde lange angenommen, dass es sich bei den Koopalingen um die Kinder von Bowser handelt, was aber natürlich die Frage nach der möglichen Mutter aufwirft. 2012 erklärte Miyamoto dann, dass das schlicht nicht der Fall wäre und die Koopalinge einfach nur die Koopalinge wären, ganz ohne Vater. Haben wir uns auch schon fast gedacht, von denen sieht ja niemand der Oberschildkröte ähnlich. Über GoldenEye 007 haben wir euch ja im Trivia schon einige Dinge erzählt. Heute blicken wir mal auf das Level-Design. Denn das ist in seiner Form schon besonders, da es einfach sehr offen ist. Es gibt immer wieder jede Menge Räume, die für die Mission selbst einfach keinerlei Bedeutung haben und damit schlicht nutzlos sind. Der Grund für deren Existenz ist recht simpel. Die Level wurden gebaut, bevor es überhaupt die passenden Missionen dafür gab. Rare-Entwickler Martin Hollis nennt das Anti-Game-Design, denn wie ihr euch denken könnt, ist das höchst ineffektiv. Immerhin wurden viele Arbeitsstunden in Räume gesteckt, die Spieler nie zu Gesicht bekommen haben. Der Vorteil der Sache ist aber natürlich die Freiheit, denn so wurde das Spielerlebnis weitaus weniger linear, da es einfach viele verschiedene Wege zum Ziel gab. Und vermutlich hat das auch dazu beigetragen, dass das N64-Spiel so erfolgreich war. Vom Vorgänger des Gameboys habt ihr bestimmt schon einmal gehört, denn die Game & Watch-Spieler haben sich bis Mitte der 90er so großer Beliebtheit erfreut, dass sie auch noch heute hin und wieder auf Flohmärkten auftauchen. Die LCD-Geräte gab es auch in den verschiedensten Ausführungen, pro Gerät war aber immer nur ein Spiel installiert. Das hatte mit der technischen Herkunft zu tun, denn im Grunde waren das ganz grob gesagt nur modifizierte Taschenrechner. Erfinder Gunpei Yokoi kam tatsächlich auf die Idee, nachdem er jemanden dabei beobachtet hatte, wie er mit seinem Taschenrechner herumspielte. Von der Idee bis zum fertigen Produkt dauerte das natürlich seine Zeit, interessant sind aber die ersten Prototypen. Die waren etwa so groß wie ein DIN A4 Blatt und funktionierten mit kleinen Glühlämpchen. Zum Testen verzogen sich die Entwickler deshalb immer unter eine große Kiste, spielten und setzten die Änderungen dann um.
Oh, und wo wir gerade bei den Entwicklern sind, das Team bestand übrigens aus ganzen 5 Leuten. Ja, das waren einfach noch andere Zeiten. Zack, Trivia vorbei. Wir haben keine Zeit, wir müssen alle Destiny spielen, deswegen gibt es da unten direkt nur schnell den Link zum neuen Trivia. Direkt daneben geht es zu dem Tagebuch, das Robin anfertigt zu Destiny, und noch ein weiter geht es zu den Gigasweekets. So, und jetzt muss ich auch wirklich los.